herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen DAF Euro 6. Der ist schon ein bisschen gepimpt, wie ihr sehen könnt, unten hier alles. Und wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen an. Der Mod ist von Taha Inanli. So heißt halt der Modder, der das gemacht hat. Und wir schauen uns das mal an. Den gibt es halt hier in dieser Space, in der Space Aero und in der Super Space. Und beim Super Space habt ihr oben noch Tröten mit drauf. Die Fahrwerke, die sind ganz normal SCS-Style, die bleiben. Genauso wie Motorisierung. Und halt dann auch das Getriebe. Im Interieur habt ihr es jetzt halt so, hier habt ihr dieses dänisch Plüsch, dieses rote. Ist halt Geschmackssache, wurde halt hier reingebastelt. Und dann ist es eigentlich egal, was für ihr Interieur hier nehmt. Es bleibt trotzdem wie stehen, auch hier beim Exklusiv. Das ist eigentlich wurscht. Bei der UK-Version geht es nicht. Das vielleicht nochmal hier so am Rande zu erwähnen. Farbe. Kommen wir zur Farbe. Hier ist er jetzt mal. Weiß, Rot, Blau. Und wenn es in die Metallic-Variante geht, dann beißt es aus. Nämlich Metallic mögen wir nicht. Deshalb nimmt bitte hier die Möglichkeit, dass er die Nicht-Metallic-Variante nutzt. Ne? In dem Fall Rot, Weiß oder keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal so hier, weil es wurscht ist. Oder Rot. Nee, warte mal. Das ist auch nicht so hübsch. Mal so ein Dunkelrot oder so. Genau, das lasse ich jetzt mal so. Kommen wir zu unseren Anbauparts. Die Rundumleuchten, die funktionieren hier alle nach wie vor noch. Auch der Außenspiegel, denn das, die Basis ist nach wie vor SCS-Style. Das einzige, dann haben wir hier von HS Schoch. Wer natürlich dieses Paket hat, der kann das hier noch nutzen. Auch das DAF-DLC hier, der kann das hier nehmen und nutzen. Und ja, oben halt schon gesagt, der Lampenbügel gibt es ja keine Auswahl, denn wir haben hier vom Autor schon was mit eingebaut. So, das ist von mir hier Lightning-Gedöns. Wer es braucht, kann sich das dann holen. Oder dann hier auch das vom DAF-DLC, das wurscht, wie man halt mag. Das bleibt auch gleich. Spiegel bleibt gleich. Das sind die Fahnen. Das ist auch vom DAF-DLC. Reifen nehme ich jetzt hier mal 50 Cent. Und hinten ist dann auch alles ganz normal. DAF DLC noch ein bisschen Trailerkabel haben wir mit dabei. Lampen Euro 6 oder die Originalen oder dann hier vom DAF DLC funktioniert ganz genauso. Interieur, schauen wir mal. Trotz der Umbauten funktioniert das hier alles. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Ah ja, der Schnee soll übrigens noch mal kommen. Zumindest bei uns in Bayern. Kommt noch ein bisschen Schnee und es soll übernächste Nacht soll es bei uns. Da so ist ein Scheißträger machen, ja, leg mir mal schon einen richtigen 3 cm Fuselschneehaus oder du hast das wieder. Und genau, so, das nochmal so am Rande, deswegen lasse ich jetzt mal Schnee mal da. Vom DAF-DLC funktioniert auch das Tischlein hier, das finde ich auch ganz gut, dass man das noch nutzen kann. Ich lasse das jetzt mal so hier auch. Natürlich ein bisschen Klimbim. Zeitschrift. Oh, ups. Also das funktioniert hier auch. Die Gardine lasse ich jetzt natürlich mal weg, weil die macht jetzt hier keinen Sinn. Wir haben hier was da hängen und ja, genau. Der Rest, glaube ich, müsste jetzt hier bekannt sein. Wir haben hier noch ein Speichenlenkrad haben wir noch mit dabei. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist natürlich hier, man kann es hier unten schon sehen, wie das hier alles so spiegelt. Das ist natürlich nicht so hübsch. Schauen, ob das jetzt im Spiel auch so ist oder ob wir da vielleicht, ja, ob das vielleicht nur hier in der Werkstatt ist. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das dann jetzt, wenn wir draußen sind, dann noch genauer aussieht. So, starten wir mal den Diesel. DAF Sound ist mit dabei, kann man schon gut hören. Also ihr seht schon von der Farbe her, das gefällt mir natürlich nicht. Dieses ganze Geschimmere hier. Das ist natürlich nicht so der Hit, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof, dass es hier so schimmert. Naja, schauen wir uns mal einen Lichttest dazu an. So, Lichttest. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Also ihr könnt sehen, hier ist auch vorne bei diesen Lampen, die hier der Autor hingebaut hat, ist auch Fernlicht mit dabei und diese Angel Eyes. Und unten haben wir dann auch bei der Stoßstange diese Lampen verbaut. Das sieht auch dann soweit ganz gut aus. Einzige, was mich ein bisschen stört, wir haben keine Positionsleuchten an der Seite. Das ist ein bisschen doof. Dafür haben wir Interieurlicht im Innenraum. Das ist permanent an. Also egal, ob ich das Licht anmache, ausmache. Das ist immer an. Genau. Vielleicht auch nicht ganz so... nicht so toll.
Aber naja. Ich komme jetzt hier gleich mal zum Fazit. Was mir natürlich jetzt erst auffällt, ist natürlich der Schatten, der stimmt hier überall. Also die Textur und der Schatten, der stimmt null wie Nullinger. Man kann es gut erkennen, wenn ich aus dem LKW, aus dem Interieur nochmal rausgehe. Also sieht ihr selber, der Schatten passt null. Und natürlich die Kiste, die funkelt wie, keine Ahnung, wie ein poliertes Ei. Passt natürlich auch nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wenn der Autor diese Fehler noch behebt, das heißt, dieses ganze Gefunkel hier, also mit der Farbe und draußen den Schatten noch richtig macht, alles die Textur, dann wäre es soweit okay. Ist natürlich Geschmackssache hier mit dem ganzen Interieur hier Zeug, mit diesem Dänisch Plüsch. Ansonsten muss ich das jetzt nicht zwingend haben, denn durch das DAF DLC und sämtlichen Anbauparts, die es da mittlerweile gibt, könnte man sich das theoretisch hier sparen. Ne? Aber es liegt nicht in meinem Ermessen, das zu beurteilen. Das dürft natürlich ihr wieder machen, denn ihr seid die Community, ihr entscheidet, nicht ich. Ich bin nur derjenige, der es präsentiert. Das möchte ich immer wieder mal anmerken. Die Community entscheidet, ob der Mod gut ist oder nicht. Ich bin noch derjenige, der das euch nur zur Verfügung stellt bzw. präsentiert. Habt ihr noch Fragen? Dann einfach kommentieren. Ansonsten könnt ihr trotzdem einen Daumen da lassen, wenn euch die Vorstellung gefallen hat. Und ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, allzeit gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.